herzlich willkommen hier bei der Team Stronach Academy. Heute ein wirtschaftliches Thema. Wir sprechen über Wettbewerb, wir sprechen über Wettbewerb im Zusammenhang mit sozialer Unterstützung und warum Wettbewerb besser ist als soziale staatliche Unterstützung. Sie sehen also, Wettbewerb ist was Positives und bringt uns voran und wird uns helfen, die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu meistern. Etwas, was ganz wichtig ist bei der Austrian School, was auch Hayek immer gesagt hat: Wir sind für die verantwortlich, die sich nicht selbst helfen können. Wir als Gemeinschaft, wir als Familien, wir als freiwillige, zusammengeschlossene Einheit. Nicht von oben der Staat, sondern freiwillig. Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, den man berücksichtigen muss. Ja, das Wichtigste ist natürlich der Individualismus, die Wichtigkeit, selbst Unternehmer zu werden, selbst die Verantwortung zu übernehmen und nicht alles dem Staat zu überlassen. Ja, und unser Programm geht genau in diese Richtung. Wir fördern Individualismus, wir fördern Unternehmertum, wir fördern eigene Innovationen, selbst Produkte auf den Markt zu bringen und sich selbstständig zu machen. Dafür brauchen wir natürlich ein Umfeld, dass das auch zulässt und nicht behindert. Die Österreichische Schule der Nationalökonomie von Karl Menger begründet und vor allem durch sein erstes Werk, oder durch sein bekanntes Werk Grundzüge der Volkswirtschaftslehre bekannt geworden in den 1870er Jahren, ist ein wesentlicher Eckpfeiler, der Marktwirtschaft, Leistungsprinzip und Eigenverantwortung ganz vorn herausstellt, also als wichtigste Grundprinzipien für unsere Gesellschaft. Die Österreichische Schule beschäftigt sich vor allem mit Unternehmertum, mit Staatsaufgaben, vor allem wie diese zu reduzieren sind und eben auch in der neuen Zeit, also jetzt in unserem neuen Jahrtausend, hinterfragt werden sollten, weil viele Dinge, die traditionell dem Staat anheimfallen, sind nicht mehr umsetzbar und sind nicht mehr nötig. Andererseits beschäftigt sich die Österreichische Schule auch mit dem Menschen, stellt das Individuum, den Menschen in den Mittelpunkt. Der Mensch, der handelt und entscheidet und auch für sich Verantwortung übernimmt. Und wenn wir das nicht mehr zulassen, dass wir für unsere Handlungen selbst Verantwortung übernehmen oder für unsere Entscheidungen, dann delegieren wir das an Dritte, an den anonymen Staat. Und das ist nicht gut. Wir sollten eigentlich selbst handeln und entscheiden. Das macht der Mensch. Das macht den Menschen auch so liebenswert natürlich.